So, und weiter geht's. Wir spielen weiterhin 7 Days to Die und das ist der Zwerg und ich. Weil den Esel nennt man immer zuerst. So, ich gehe einmal kurz ein bisschen Sand holen. Wo ist denn so eine Sandstraße, Zwergenschulte? Ja, hier hinten. Bis zum Arsch der Welt muss ich laufen? Gibt's doch wohl nicht. Und du wolltest einen Schlafsack sitzen. Ja, gleich. Hast du Schaufel bei? Moment. Habe ich die irgendwo rausgeschmissen? Ja, erstmal mache ich sowieso Bonfire. Und ich muss da oben erstmal nochmal setzen. Hier, die Spider-Zombie-Falle. Warum? Ja, weil sie mir doch schon auf den Arsch gekommen sind, Zwergenschelte. Schaufeln. Als die ganzen Zombies gekommen sind nachts und mir das weggekloppt haben, sind ein oder zwei Spider sind bei mir in die Hütte reingekommen. Und zwei entweder durch eine offene Tür oder durch das Loch da oben. Da hatte ich nämlich noch gar keine drauf. Gar kein so ein Ding drauf. War nicht lustig. So, was habe ich gesagt? Ja. So, Klappe wieder zu. Affe ist wieder tot. So. So, und jetzt gehen wir hier rum und machen das Ding fertig hier. So, schön dran da. Na, fast habe ich es gehabt. Moment. Schön vorsichtig, damit ich mir nicht Knochen breche, wenn ich runterfall. Auch schon mal schneller. Ja. In der Ruhe kriege ich die Kraft, Zwergenschelte. Das sagen alle, die morgens um 11 Uhr noch nicht aus dem Bett sind. So. Spider-Schutz ist jetzt vollkommen. Ich brauche trotzdem noch Sand. Ja, wofür eigentlich? Ja, damit ich hier die ganzen Klötze noch aufwerten kann, Zwergenschilde. Außerdem weiß ich nicht, ob ich nur ein paar Spikes jetzt, die Long Spikes. Bin ich noch gar nicht so lang schlüssig. Die haben 3 Minuten gebraucht, bis sie den 3000er weggekloppt haben. Das wären 6 Minuten für einen 6000er. Und 9 Minuten für einen 10.000er. Das ist ein bisschen knapp, Zwergenschelte. Da habe ich Angst. Ich habe dir gesagt, dass der Bau nicht sicher ist. Das ist einer der sichersten Bauten, die ich habe, Zwergenschelte. Auf jeden Fall viel mal sicherer als der andere.
So, Spider-Suits. Schön, schön habe ich das gemacht. Schön. Finde ich toll. Moment. Was meinst du, wo die herkommen? Ich meine von da, von der Richtung, in die du jetzt guckst. Mal. So, noch mal. Ja, so will ich das. Ja, wenn nicht, kann ich die ja eventuell umsetzen, Zwergenschelte. Kann ich die ja ein bisschen drauf... Oh, Schitte. Kann ich da noch ein bisschen drauf rumkloppen, Zwergenschelte, damit die nach unten strahlt, oder geht das nicht? So, jetzt einmal schon mal unten gucken, wie das aussieht. Die ganze Reihe muss noch aufgewertet werden. Die Reihe muss noch aufgewertet werden. Da vorne die Reihe und die Reihe auch noch. Zwergenschelle ist arbeitssatt und genug. Messer rausgetan. Ja, natürlich habe ich das Messer. Nee, habe ich nicht. Siehste. Das ist eine gute. Pack einfach nicht die Messer raus. So. Ich dachte, ich hätte welche bei, aber die habe ich gerade wieder rausgetan, ne? Was denn? Ja, die Eimerchen. So. Siehste? Die sind noch fertig. Was ist los? Hast du einen Frosch im Hals? Keine Ahnung. Alle. Ja, da muss ich ja sowieso ins Fernschild. Da trifft sich gut. Eben dem Loch raus. Das Fleisch raus, aber ich habe doch nur 112 Stück gehabt. Was soll denn das? So, jetzt packen wir hier noch das Fett raus und alles. Ja, dann laufen wir schon los. Quetschen wir das Fleisch eben ein. Schaufel habe ich reingetan, ja, Schaufel habe ich reingetan. Da wird wieder ein Kaktus-Zwergenschild. Hast du gesehen? Ich finde die alle. Hoffentlich ist er nicht im radioaktiven Gebiet. Apropos radioaktives Gebiet. Es kann sein, dass es hier irgendwo Wäsche gibt. Ja, was für Wäsche? Ja, mit der du, auf die du klarkommst, wenn du ins radioaktive Gebiet gehst. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe da irgendwie sowas gelesen. Die sieht so gelb aus. Ja und? Da könntest du dir vielleicht dein Moped holen. Ah, vielleicht. Da ist die Kiste.
Da brauche ich keine Fleischkiste Zwergenschild. Ich wollte die ganz haben. Siehst du? Nochmal ein Minibikes für Dummies. Also was für mich. Und der Rest ist auch nicht schlecht. Und wo kommt jetzt der Weg, Zwergenschelte? Na komm, Schweinchen, komm! Hol ich dich eben so. Siehst du wohl, hast gar keine Chance gehabt. Ja. So, jetzt fehlt uns nur ein Schwein, glaube ich. Ja, wenn die Fampims die alle gezählt haben. Was hatten du? Kommen da zwei? Ja, nur die wir es ja wohl wegmachen können, oder? Ja, sicher kann ich. Drei! Wo sind die denn übergeblieben, Zwergenschilde? Und die, was interessant ist, weil, was meinst du? Ah ja, nein. Ist egal. Ich muss ja sowieso bald shoppen gehen. Ja, gut. Wenn du sagst, da hinten ist sowas, dann ist da sowas. Sandmann. Schaffe, schaffe, Schaufle baue. Ein Moment. So kann weitergehen. Geh doch mal zum Arzt. Er sagt mir höchstens, ich soll mit dem Rauchen aufhören. Ja und? Ist das so schlimm? Mann, Olle. Ja, schöne Hülse. Eine Patron, wieder ein Schuss mehr, Zwergenschilde. So. Ja, hier ist Sand. Sieht aus wie Sand, riecht wie Sand, Zwergenschilde. Fühlt sich an wie Sand, ist Sand. Oh, 2000 Sand brauche ich auf jeden Fall. Fast 3000. Warum? Ja, weil ich so viel Zement habe, Zwergenschilde. Aus dem Zement machen wir mit dem Sandbeton. Und den Steinen, die da drin sind. Ja, dann machst du das ganz bestimmt. Ja, finde ich gut. Ja, ich auch. Moment, ich kann glaube ich Punkte verteilen, ne? 26, siehst du. Haben wir den 69er meiner? Habe ich voll. Ha, schön.
Sexualtier kann ich mir machen. Das andere gucken wir noch mal. Moment, hier packe ich auch viel bei. Oh. Sind die Construction Tools nämlich auf 100 Zwergenschilde höher? Geht nicht. Finde ich gut, wie du das machst. Oh, jetzt habe ich eine Ausdauer wie das Biest. Ja, und ich habe erst gedacht, das wäre dafür, dass sie in die Ecke pinkelt und die Zombies dann ruhiger werden. Ah, klar, hast du gedacht, dass ich da mich hinstelle und irgendwo in die Ecke pinkel, ne? Wieso willst du stehen? Ich dachte, dann mache ich. Ja. Komm mal nicht mit so Kleinigkeiten, Zwergenschilde. Wenn wir zusammen wohnen, würdest du auch nicht im Stehen pinkeln, das glaub mal. Ja. Ich weiß, was ja heißt. Jeder Schaufel da dein Schaufel und dann ist das gut jetzt. Oh, die Schaufel ist schon wieder mehr kaputt gegangen. Ach, ich wollte doch diese Helfer machen, ne? Dass sie nicht so viel kaputt macht beim Reparieren. Ja. Da habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ja, du hast 5 Punkte. Aber jetzt bin ich am Schaufeln, Zwergenschütte. Wenn ich die Schaufel nächstes Mal reparieren muss, dann mache ich das. Ja, das lohnt sich auch nicht. Da kannst du besser eine neue bauen. Du hast ein Auge auf die Straßen hier und überall, ne? Und auf die Umgebung? Wie soll ich das denn machen? Ich folge nur deiner Schaufel. Ich bin schon wie hypnotisiert, so Schaufel zu tun. Ja. Wer passt auf die Zombies auf? Ja, das ist nicht meine Sache. Das ist dein Bier. Ist dein Bier? Ja, nächstes Mal gehe ich wieder in die Wüste. Stein haben wir jetzt genug eigentlich schon. Auch nur noch den Sandzwergenschild. Wenn wir bis in die Wüste gegangen. Ist weit weg. Ja, ich weiß. Ein Rezept für die Handelbar habe ich immer noch nicht. Ja, das weiß ich auch. So, wenn ich das fertig habe, Zwergenschilde, werden wir die alle auf 6000 auf. Und dann können die Zombies mal kommen. Dann packe ich mir die Stahlbarren in die Tasche. Und wenn sie dann irgendwo drauf rumkommen, dann mache ich da eben mit Stahl fertig. Stahl fertig weiter auf. Du hast gute Ideen. Warum wertest du nicht vorher auf? Ja, Stahl ist teuer. Ach, deswegen. Ja, klar. Ja, dann mach du das. Ich habe einen Professor gehabt, der hat das gleiche gesagt. Wie? Ja, dass Stahl teuer ist. Nee, Eisen war das. Er wollte seine Decke einziehen und der Mann vom Bauamt hat gesagt, wie er das machen soll und er hat das anders gemacht. Und? Muss da wieder abreißen, ne? Nee, der Professor kann da irgendeinen von dem Stadtrat oder so und da braucht er halt nicht machen. Aber das ist doch seine Wohnung, das ist doch seine Gefahr, wenn er da drin ist und die Decke bricht zusammen und seine Familie und alles. Ja, aber er war Professor, der wusste das besser. Das ist nun mal so bei Professoren. Die wissen das immer besser. Ja klar. Aber nicht besser als die Elise. Das haben schon viele Leute gedacht. Ich habe nur ganz astreine Professoren getroffen in meinem Leben. Die waren alle gut drauf. Bis auf einer. Wieso war der nicht gut drauf? Ja, der ist gekommen, hat gesagt, mein Name ist Steinige mich und das wird der ihrige sein. Ja, schön. War das auch so? Da war ja nicht mein Lehrer. Ich fand das so klasse, den Ausdruck. Ah, was ist denn daran toll, hä? Ich habe nicht gesagt, dass das toll war. Ich habe gesagt, ich fand das klasse, wie er das gesagt hat. So ganz trocken, humorlos, ernstes Gesicht dabei. Und er hat das auch ernst gemeint. So, das Auto lassen wir mal stehen. Warum? Ja, vielleicht hole ich mir einen Motor hier raus. Habe ich nicht gerade hier noch einen Hirsch gesehen? So ein Hund mit Geweih?
Ja, da musst du schon aufhören, wenn du den Hund mit Geweih siehst, du. Moment. Ja, gleich. Erst nur mal am Hund hier. Boah, die können überall so Steine haben, Zwergenschild. Hier siehst du die Nester drauf, also wie Hulle. Ich gehe mal da oben auf den Berg. Vielleicht hat er sich verpisst, der Hirsch mit Geweih. Der Hund mit Geweih. Da ist er doch. Siehste, erwischt. Haha. Schön habe ich das gemacht. Ja, ich finde auch. Das Essen brauche ich gar nicht, Leute. Ich brauche die Felle. Trifft doch mal mit dem Messer da, ja, also. War da noch so ein Hund mit Geweih? Ich sehe keinen. Schade. Vielleicht irgendwo ein Schwein. Ein Schwein fehlt mir noch. Wow, wow, wow. Oh, zwei. Ha, schön, 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 schön. Jawohl. So wollte ich den Leuten noch zeigen. Hier habe ich jetzt alles aus Platte. Hier die Dings aus Platte, die Handschuhe aus Platte, die aus Platte und die aus Platte. Und trotzdem schwitze ich noch. Ist denn das möglich? Er spürt, dass ich hier bin, Zwergenschilde. Ja, hat er jetzt Pech gehabt, hat er zu langsam gespürt. Ah, so macht das Jagen Spaß. So, jetzt muss ich nur noch zurück. Ein bisschen muss ich noch holen. Ein bisschen Sand muss ich noch holen. Ich habe ja auch keine Gläser mehr, müssen wir ja auch noch machen. Ja. Aber du weißt, dass du jetzt riechst. Ich riech doch nicht, Zwergenschelte. Moment. Den krieg ich auch noch. Den krieg ich auch noch. Wo ist der? Der Feigling ist weggerannt. Ein feiges Tier. Ja, oder ein schlaues Tier. Ich bin mir auch... Ach, da ist er ja. Doch kein schlaues Tier, siehst du. So. Wie viel haben wir jetzt geholt? Keine Ahnung, 3 oder 4. Machen wir uns heute noch 1 oder 2 Forges und dann gucken wir mal. Ein Schwein fehlt mir noch, ne? Da musst du gucken, du kannst da irgendwo die Aufträge, die du hast,
finden. Moment. So. Wie schon gedacht, ich hätte keinen Platz mehr. Ist auch gleich cool, an die Steine da auch noch weg. Sie brauchen noch einen Platz. Ja. Habe ich denn das verrottende Fleisch her? Ja, das ist ja schon so lange in der Tasche nach dem letzten Hirschabschuss. Das ist dann vergammelt. Nee, hier in dem Spiel vergammelt kein Essenswärmschild. Wenn du das einmal geerntet und gekocht hast, dann ist das in Ordnung. Das ist auch gut so. Was hältst du denn von der Idee, dass hier Banditen und sowas reinkommt? Mach ich alle weg! Ich weiß nur nicht, wofür die Händler da sein sollen. Ja, vielleicht kannst du dir da eine Wumme kaufen oder zwei. Und wofür? Ja, damit du dann schneller eine Knarre hast. Na gut, vor Tag 14 haben wir ja keine gehabt, ne? Ja, vor Tag 14 hatten wir keine Knarre gehabt. Dann macht das Sinn. Was ist denn, wenn die jetzt auf PlayStation 4 rauskommt, das Spiel? Ja, dann hole ich mir eine PlayStation 4 und das Spiel, ja. Echt? So viel Geld willst du dafür ausgeben? Mir macht das Spiel Spaß. Hat mit Geld ausgeben nichts zu tun. Weißt du, je öller die Kerle, desto teurer ist das Hobby. Ja, ja. Hab ich auch schon mal gehört. Ja, noch ein bisschen. Zurückgehen, wir haben 16 Uhr. Ich kann auch nur weiterschaufen. Wir haben erst 15.26 Uhr, Zwergenschilde. Na, du bist wieder so eine letzte Minute fertig. Ne? Da. Ja, schon wieder. So. Ja, dann laufen wir auch gleich los. Boah, das ist so gut, wenn du immer zwischendurch ein paar Tage keine Hirsche schießt und kein Wild jagst. Hast gesehen, wie einfach das war? Ja, ich weiß. Ich hänge jetzt gerade im eigenen Spiel, hänge ich da ganz schön daneben. Ich bin kein Wind mehr und alles. Obwohl, ich bin erst einmal gestorben und wir am Tag 5 bei mir. Ah, das ändert sich, Zwergenschütze. Pass mal auf, das ändert sich. Schön kann Sandhuhn sein. Habe ich da einen Zombie gehört? Jo. Okay, dann hauen wir jetzt ab. Boah, du blöd Mann, du fügst dich nicht, wenn ich auf dich schieße. Schon wieder. 17 Volt. So, in die Richtung müssen wir, ne? Ja.
Wie gut, dass der Hundetag vorbei ist. Ich glaube, wäre ich da richtig rumgelaufen am Hundetag, wäre ich noch öfter als dreimal gestorben. Ja, jetzt meine Frage für unter die Gürtellinie. Wie viele Tode hast du denn? Ach, höchstens drei. Ja, gestern. Und insgesamt? Keine Ahnung. Will ich gar nicht wissen, Zwergenschilde. Ja, ich aber. Mach doch mal eben. Was? Ja, ja, wo das steht. Was steht? Ob du gestorben bist. Ah, vielleicht. Aber nicht jetzt. Habe ich keine Lust dran. Da ich doch sowieso schon geguckt habe, kann ich ja auch sagen. Nee, sag das mal nicht, Zwergenschild. Das ist gemein, wenn du das sagst. Ich schäme mich. Da würde ich auch an deiner Stelle. Dem du so eine große Klappe gehabt hast. Aber du bist viel öfter gestorben. Ich habe auch viel mehr gespielt. Ja, was macht der denn da? Ja, umkippen ist ja gut. So, aber noch ein Hirsch. Wieso ist das denn verrottendes Fleisch? Du hast doch gesagt, das ist immer so ein Hund mit Dingens. Ja, aber die können doch kein verrottendes Fleisch in hier reinpacken, Zwergenschilde. Vielleicht sind das die Innereien, ich weiß es nicht. Ist ja eklig. Und so was muss ich dann essen? Ja, du kannst auch gerne verhungern. Verdurstest bisher schon zweimal, mindestens. Ist da auch noch was drunter? Glaube ich nicht. Musste gleich mal gucken. So. Hier erstmal alles wieder rein. Was hier nicht liegt. Eins, 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 eins. Rein da, rein da, rein da, rein da. Haben wir noch mehr? Sieht nicht so aus. Na gut. Hier rein. So. Irgendwann haut mich die Tür nochmal platt hier. Dann bin ich die platte Elise. Ja. Na ja, gut. Schaut gut aus. Und wir zum Brennen da? Nee. Das und das und das. Und die beiden Teile auch noch. Ist doch egal, wovon ich schlecht bin. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den beiden Löchern mache. Erzähl.
Ich stelle einfach Wutframes rein, Zwergenschild. Da können die ja nicht reinfallen, dann können die auch nichts kaputt machen. Du hast wie immer die besten Ideen. Nee, erst leer machen. Erst einsortieren hier. Zack und zack. Zack. War doch wohl kein Zombie, oder wie? So eine Walküre, ne? Du meinst so eine Geierwalli? Ja. Eh. Eklig. Da komme ich doch gar nicht rein. Jetzt auch von drinnen abschießen können. Ah, ich Glück gehabt. Ja, sicher die Tür vor die Nase gekriegt und du sagst, du hast Glück gehabt. So, jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 750. 1, 2, 3, 4, 5. 40 den Sand und den Sand. Dann nochmal die. Und dann machen wir jetzt konkret. Hier sind die Eimerchen, ne? Ja, siehste. Ja, 2700. Siehste, geht doch. Du musst wieder langsam Pause machen, schätze ich mal. Und eben reinsortieren, Zwergenschilde. Nee, den nicht. Die. So, jetzt mache ich mir vier Billos. Ui, ich sag dann mal Tschüssi, Leute, der Zwerg passt wieder nicht auf. Bis denne.